Hallo, guten Tag, grüß Gott, moin moin, servus und hallo. Wir sind hier bei House of Ashes, den letzten Teil, den ich mit der bezaubernden Beenard spielen werde. Hallo Beenard. Hallo Strumpf. Ja, der letzte Teil von The Dark Pictures Reihe. Richtig, richtig. Wir haben ja von hinten angefangen, also hinten angefangen, also beim neuesten, dann zum ältesten und dann den zweiten und jetzt sind wir beim dritten Teil. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich weiß, außer von dem Trailer, der jetzt kam am Ende vom Little Hope, nichts. Außer Pyramide irgendwie. Wir werden jetzt Mumien begegnen. Gefährlich. Na, ich hoffe, es kommt kein Busfahrer. Also ganz ehrlich, Busfahrer will ich nicht sehen. Wenn es ein Bus dann bin ich raus. Gut, ich würde sagen, wir fangen an, oder? Let's start. Speicherplatz. Wie? Was? Neuer Platz? Ja, hier halt. Starte, was? Starte als Balatu oder als Kurum? Du darfst aussuchen, komm. Willst du Balatu sein oder willst du Kurum sein? Ich bin Kurum. Du bist Kurum, dann bin ich Balatu. So, wir werden jetzt auch sterben, wahrscheinlich, ne? Also das ist so Fakt, das ist immer so, da haben wir keinen Einfluss drauf. Würde ich jetzt auch einfach sagen. Ja, Das genau. ist so. Es ist einfach so, akzeptierst. Genau. Liebe Zuschauer, wir werden jetzt sterben, das ist so. Und die zählen nicht. So, ich bin gespannt. Denn sie sehen Wind und werden Sturm ernten. Hosea Kapitel 8, Vers 7. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Ach was. Manche Entscheidungen retten Leben. Andere sind tödlich. Den Anfang kenne ich. Wähle weise. Devil Wo ist in jetzt? Richtig, wo ist die Straßenbahn? me. Also in der Mitte ist Balatu. So. Akkad, 2231 vor Christus. Nein, ich will nicht sterben. Schweig! Deine Worte bedeuten hier nichts. Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein Opfer wird seinen Fluch aufheben. General Balatu, vergebt mir, Herr. Der König verlangt eure Anwesenheit. Die Götter sind gnädig. Vorerst. Ich kümmere mich später um ihn. Schafft ihn weg. Bist du nicht Balatu? Ja. Glück? Nein. Kein Glück für diese Hunde. Bist du jetzt weg? Ja. Hast du das gestohlen, Guter? Wen hast du wohl für dieses Kleinod getötet? Ich bin kein Dieb. Da wärst du der Einzige von euch. Ein Dieb oder ein Lügner? Das hat dein Volk nie gemacht. Ihr könnt euch ja nicht einmal das Hinterteil abwischen. Das gehört mir! Du hast hier keine Rechte. Alles gehört den Söhnen von Naram-Sin. Die Amigutiums. Vielleicht hast du ja doch noch Glück. Du kannst deine Leute schreien hören, wenn sie vergehen. Ich töte dich, Akada! Du wirst lernen, wer wir sind. Dein König wollte uns auslöschen, aber wir stehen noch. Wir stehen immer noch! Ihr Gothea seid ein Schandfleck auf dieser Welt.
Ein nutzloses Rudel wilder Hunde. Zu dumm, um zu überleben. Meinst du? Ups. Ach, shit. Siehst du die Videosequenz nicht? Nee, ich muss gerade kämpfen. Ach so. And you know. Quicktime und ich. Du hattest wohl recht. Ich bin ein Dieb. General, wir sollten hier weg. Der König, sein Wahnsinn wird uns alle verschlingen. Der Tempel ist verflucht. Eher sterbe ich an diesem Ort, als dort draußen der Pest anheimzufallen. Wir haben unsere Befehle. Der Mondgott schickt dich, um ein Reich zu zerstören. Ich weiß es, Mädchen. Ich sehe alles. Sieh dich nur um. Wiegt diese Halle denn nicht alle meine Sünden auf? Schätzen die Götter diesen Ruhm nicht? Die Gothäer kommen, General. Der Mondgott schickt eine Armee, uns zu zerstören. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Das sind hunderte Gefangene, mein König. Ihr Opfer wird Zeit brauchen. Zeit haben wir nicht mehr. Sei es drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Sagt mir, General. Erinnert sie euch an jemanden? Mein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter? Wie alt wäre sie jetzt? 18. 18? Diese Pest ist eine solche Tragödie. Tötet sie. Mein König, sollten wir sie nicht lieber am Leben lassen? Sie ist ein feindlicher Späher. Wir erfahren mehr über ihre Pläne. Nein. Jeder Tropfen Blut ist ein Schritt zur Erlösung. Sie muss sterben. Gott, die sind alle so verrückt. Du bist brutal. Wer? Du? Hast du gesehen, nicht, was ich gemacht habe? Ja, ja, ja. Ich sehe gerade, was du gemacht hast. Was ich gemacht habe? Ja, in der Zelle drin. Ach so. Coole Idee. Es wird auf einen anderen Spieler gewartet. Wie? Noch in der Videosequenz? Ja. Ach so, okay, gut. Ah, jetzt.
Siehst du jetzt auch den König? Mhm. Okay. Jetzt sind wir wieder gleich. Ja. Sonnenfinsternis. Securum. Ich sehe jetzt, Götter, gib mir Stärke. Ach ja, auch Corum. Ich weiß schon nicht mehr, wie die alle heißen. Bist du spät. Zu werden. Wir wurden verflucht. Unser König hat uns verflucht. Wir dachten, ihr wärt der Fluch. Das war falsch. Mein Herr stürmte den Tempel in Nippur. Er baut diesen Tempel, um Buße zu tun. Aber die Götter erhören ihn nicht. Und nun ist auch er verstummt. Auch nach dem Tod meiner Tochter sah ich es nicht. Ich folgte einem Narren zum Abgrund. Sein Ruin ist nicht unserer. Doch, Binat hat's gesagt. Das ist dein Tempel. Was können wir tun? Da ist ein Weg durch die Katakomben. Dir soll ich vertrauen? Du hast keine Wahl. Akada, warte! Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Doch, Quicktime. Ja. Yeah. Hilf mir damit. Lecker, wo sind wir denn da?
mir nach. Durch das Grab geht es raus. Grab? Ja. Für die Erbauer, die fertig sind. Komm. Boah. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ein Drache? Miezekatze hätte ich gedacht. Spielen wir jetzt Game of Thrones? Vielleicht. Oh Gott. Oh nein. Mal. Oh, echt jetzt? Eine Ratte. Wow. Nur eine Ratte. Nee, ist es nicht. Wir müssen weiter. Keine Zeit zu verlieren. Also wir sind noch im Tutorial, bevor die beiden sterben. Ja. Aber jetzt können wir wieder die Kamera bewegen. Hier blitzelt was. Hier britzelt was. Ja. Achso. Kann man das lesen? Oh. Ah. Okay, war eine Vorahnung. Warte. Bitteschön. Die Toten stehen auf. Was benutzt Zombie-Apokalypse, wir müssen hier raus. Unsere eigenen Handlungen verdammen uns. Warum hat er den Tempel geplündert? Es sind doch immer die gleichen Gründe. Für Gold, für Ruhm. Aus Gier. Ja. Sind wir jetzt da eingesperrt oder was? Nee, da hinten die Tür ging auf. Ich wollte bloß nochmal rumgucken. In der Mitte ist ja nichts, oder? Oh, wo geht's denn da hin? Na, da kommt schon so komisches Viehzeug raus. Da wollen wir vielleicht. Oh, guck mal. Oh, Das ist Sparta! Die Tür da, die geht auf. Die da? Ja, da steht's genau richtig. Ah ja. Hier drüben. Machst du oder mach ich? Wahrscheinlich müssen wir wieder gemeinsam. Du rutscht. Ich kann nicht, wenn du da stehst. Ja, ich trigger schon. Jetzt. Achso, du triggerst schon. Das wird immer schöner. Mhm. Schön, wie das Blut da durchläuft. Wir sind hier sicher. Du zuerst. Strumpf, geh. Ja, ist ja gut. Also, ich bin der Erste, der wohl jetzt, Was ist das für ein Anhänger? Die Geschichte von Gutium. Ihr Akkader habt hart gekämpft, um ein Volk auszulöschen. Aber ihr solltet wissen, unsere Geschichte beginnt erst. Wie kommen wir hier lebend raus? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wir helfen einander. Blutsbrüder. Es gibt immer Hoffnung. Du hast so einen schönen Bartstrumpf. Schon toll, gell? Ja, ich mag das. Wir haben extra gedacht, ja, ein paar Perlen oder so. Ja, das mag ich. Das mag ich. Das klimpert immer so schön, wenn man läuft. Ja, ne? Das finde ich toll, ja. Bin ich hier durchgegangen, komme nicht mehr zurück, ah doch. Wie viele Wege führen in das Grab? Wir sind hier nicht allein. Okay. Oh Gott. Da muss ich aufpassen. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Achso, jetzt geht's. Aber die Steuerung ist immer noch einfach nur toll.
Ah. Öffne du. Ja, ich bin dabei. Wo? Ja, es wird uns schon geöffnet. Herein, kommt nur. Ich bin wieder eine Ratte. Die so ein ganzes Tor aufmacht? Ja, ja, ist eine Ratte. Ja, ist eine Ratte, ja. Laufen. Denn wohin? Achso. Was? Boah. Ich hasse es! Diese Quicktime-Events, ey. Es kommt! Ich weiß. Arcana! Es gibt kein Entkommen. Uns bleibt nur eins. Gemeinsam kämpfen. Nein! Wenn wir beide fliehen, sterben wir beide. Halt dich bereit! Was macht man? Kämpfen, oder? Kämpfen, komm. Es ist, glaube ich, eh hupft. Wie Sprunger. Sprunger. Hallo! Oh. Du kannst aber auch nichts machen, ne? Oder? Nee, nee. Ah, jetzt. Oder? Boah. Ja, ja, jetzt konnte ich gerade. Boah, war das schnell. Boah. Bin ich jetzt schon hinüber? Achso, so halb. Nein! Jetzt bist du hinüber. Ja. Ich konnte auch nichts machen. Noch einer? Das ist doch nicht dein Ernst. Zwei? Ach komm. Komm, geh fatt. Wie konntest du es nur wissen? Herr Kurator, come on. Ich mag das Lied so sehr. Ja. Des Abgrunds. Das stimmt. Wie immer. Ihr Überleben hängt von ihren Entscheidungen ab. Ihre Entscheidungen führen sie wie ein Kompass durchs Unbekannte. Finden sie den Weg zur Erlösung? Oder verlieren sie sich im Dunkeln auf ewig? Ich möchte offen sein. Sie werden äußerst schwere Entscheidungen treffen.
Diese werden das Leben anderer beeinflussen. Was diese Entscheidungen bringen, wird sich zeigen. Mit der Zeit. Bereit, erneut das Unbekannte zu erkunden? Ja. Eine Party braucht einen Gastgeber. Party! Ich spiele meine Rolle. Und Sie spielen brav Ihre. Gehen wir es an. Besonders wir, ne? Wie Sie bereits wissen, bin ich der Kurator, der Bewahrer der Geschichten. Meine Aufgabe ist es, alles aufzuzeichnen, was Sie tun. Jede Entscheidung und jeden Fehler, den Sie machen. Da muss er viel aufzeichnen. Das ist meine Bibliothek. Sie steckt voller unerzählter Geschichten. Geschichten über Freunde und Feinde, Treue und Verrat, Leben und Tod. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu helfen. Obwohl ich die Regeln ab und an schon etwas beuge. Naja, so gut sind die Hilfen auch nicht immer. Mehrere Seelen getrieben vom selben Verlangen. Poetisch, nicht wahr? Ja, total. Manche Entscheidungen lassen sie näher zusammenrücken. Andere spalten sie. Ich möchte Ihnen einen Rat geben. In der Geschichte begegnen Ihnen diverse Bilder. Bilder, die einen möglichen Ausgang andeuten. Ich schlage vor, Sie schauen genau hin. Denn Sie könnten auf eine unglückselige Zukunft hindeuten. Doch leider bleibt uns keine Zeit mehr. Wenn wir uns wiedersehen, erfahren wir, wie Sie sich schlagen. Oder scheitern. Super Tipp. Irak 2003. Er fängt schon gut an. Was ist, Marine? Schon genug? Jason Kolchek, erster Leutnant USMC Force Recon. Zuversichtlich. Ja. Eric King, Leutnant das Colonel Youssef, rational unsicher. Oh. Der sieht genau aus wie von Man of Medan. Der. Dachte, das war's. Die letzten Verlobte, Wochen. Oder? Du hast mir gut getan. Wer weiß, wo ich ohne dich wäre. Die haben immer die gleichen Assets für die Personen. Rachel King? Colonel King ist auf dem Stützpunkt, Ma'am. Er ist gleich im Besprechungszimmer. 5 Minuten. Fuck, er ist da. Zu früh. Dein Ehemann? Solltest du es ihm nicht mal sagen? Los, zieh dich wieder an. Rachel, erzählst du es ihm jetzt oder nicht? Du und Eric seid seit einem Jahr getrennt. Was da auch war, es muss vorbei sein. Ehrlich. Ach gut. Es ist einfach kein guter Zeitpunkt. Es ist nie ein guter Zeitpunkt. Bald, Nick. Versprochen. Bald. Auf zur Besprechung. Shit. Warte mal. Siehst du auch die Frau oder bist du... Ich bin der Mann hinter dir, aber ich würde mal sagen, steht... Okay, jetzt ist zu spät. Also ich stehe noch, aber du hast wahrscheinlich was getriggert, oder? Ich bin gelaufen. Also ich stehe noch, ich bin die Frau und ich stehe in dem Raum. Nee, wir reden gerade mit Mervyn.
Nick Kay, Sergeant USMC Force Recon. Rechtfertigend, romantisch. Servus. Also wenn du da mal stoppen kannst, sag Bescheid. Your courage, your willingness to face danger for your country and for each other. Läuft bei euch. Kann ich jetzt mal Pause machen, Mann? Es ist immer noch Video. Ich bleib jetzt mal in dem Raum, bis der Strom fertig ist. Aber hier gibt's nichts mehr zu erkunden. Ja, ich mach grad einen Koffer auf. Ich bin hier voll, okay. So. Heidewitzka, warst du gar nicht bei mir? Ich dachte, du bist hinter mir gewesen. Nein, ich war die Frau. Also, ich bin in dem die Raum. Die aus dem Hubschrauber? Na, nee. Die, ach so, eine andere. Okay, okay. Ach, waren wir von Anfang an gar nicht zusammen? Ich weiß nicht, ich bin im Hubschrauber gelandet. Ach ja, ich war in einem Zimmer. Ach so, okay, dann waren wir gar nicht. Ich dachte, du bist die Frau hier da, weil das, ich bin aus dem Hubschrauber ausgestiegen und eine Frau ist dann auch rausgekommen. Und ich habe gedacht, ah ja, schau, da ist Binat. Ach so. Okay. Und ich war in einem Raum und habe mit einem Herrn rumgeknutscht. Ach was. Ja. Oh, oh. Okay, ich möchte jetzt ja nicht, ich sag jetzt nichts, aber gut zu wissen. Und der hat eben genauso ausgeschaut wie der von Man of Medan, der mit der einen verheiratet war, der ihr den Antrag gemacht hat. Und ich wusste jetzt aber nicht, sag mehr, wie noch, der heißt. Genau, du hast es gesagt und ich sag noch, und dann habe ich mir angeschaut und gedacht, hä, der sah doch ganz anders aus. Aber ich wollte jetzt nicht dir irgendwie zu nahe treten, aber gedacht, nee, das denkt sich Binat gerade und das lässt jetzt einfach mal so im Raum stehen. Das schaut zwar ganz anders aus, aber ist in Ordnung. Cool, also der Start ist also so, wie es jetzt in diesem Part war, es auch vorher schon immer. Und ja, wenn ihr uns zuschaut, ja, es bleibt immer so. Ja. Wir sind immer verpeilt. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Es würde uns sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, wenn wir dann wissen, hoffentlich, wo überhaupt irgendjemand ist und wer was ist. Und wer wir sind. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Tschüss.